Wir freuen uns sehr, hier im Repair-Café jetzt unseren 5. Geburtstag feiern zu können. Wir haben angefangen zu dritt und das war damals ein ganz mutiges Projekt, muss man schon sagen. Sehr emotioniert damals und viele haben uns auch abgeraten, weil sie meinten, da könnten wir ja viel zu viele Risiken eingehen oder wir würden auch nicht genügend Reparierer finden. Das Gegenteil war der Fall. Einen Entsafter haben sie dabei und der will das nicht mehr tun. Ne? Nee, das ist der Knopf, der Ausschalle, der ist noch da drin. Aber vielleicht liegt es nur da dran, sehe ich ganz schön. Entsafter? Ja. Wir haben also ganz, ganz schnell viele Mitmacher gefunden und sind sehr schnell gewachsen und haben ein wunderbares Team hier aufstellen können, was also ganz viele neue Kompetenzen auch mitgebracht hat. Das ist der eine Ausschalter, einmal für Schnelle, für Langsam, für Schnelle. Ah, ja. Und das ist der Ausschalter, der rote Knopf. Oh, hier sind rein hier raus. Der Ausschaltknopf scheint ein bisschen verklemmt zu sein, aber der eine Ausschalter ist okay, aber der, da muss halt mal reinschauen. Dieses Voneinander lernen können, das denke ich, ist auch eine Triebfeder. Und nicht zuletzt die gute Laune, die wir haben. Es gibt bei uns ja auch immer noch ein Buffet und es gibt einfach eine große Wertschätzung innerhalb des Teams auch. Du musst einen Daumen musst du hier an die Seite legen. Und das habe ich, muss ich sagen, auch selten erlebt. Ich kann mich nicht an einen einzigen Streit im Team erinnern in diesen ganzen 5 Jahren. Ich finde, das spricht total auch für diese tollen Leute, die sich da mit so viel Herzblut allmonatlich engagieren. Hier ist ein ganzer Zapfen noch dran. Vielleicht sind das ja so Zapfen, die einfach nur reingesteckt sind, dass man die vielleicht einfach nur rausbohren muss und neue Zapfen reinmachen und verleimen. Vielleicht wäre das aus meiner unprofessionell. Ja, selbst wenn nicht, dann könnte man dann natürlich das einmal. Moment. Wir waren in Rheinland-Pfalz das erste Repair-Café und wir waren unter den ersten auch in Deutschland. Und so mitzukriegen, andere finden es spannend, was man da macht. Ich denke, das hat vielen in unserem Team auch sehr gut gefallen, dass wir da immer weitergehen können, dass wir immer neue Ideen auch entwickeln können. Ist ganz toll und besonders toll ist jetzt natürlich, dass wir in der Windmühlenschule hier in Mainz die Werkstatträume nutzen dürfen. Das hat uns einen gehörigen Schritt vorausgebracht. Vielen Dank. Also ich muss dazu sagen, für uns ist das eine Win-Win-Situation, weil auch wir als Schule davon profitieren, dass das Repair-Café bei uns ist. Das ist fürs Renommee der Schule ein absolutes Plus. Deshalb Dankeschön zurück. Vielen Dank. Auf weiter gutes Zusammenhang. Ja, genau. Alles klar. Nach einem kleinen Hänger, der dann passierte, als wir vom Haus der evangelischen Kirche hierhin umzogen, sind wir jetzt wieder bekannt wie ehedem. Und suchen deswegen eigentlich immer noch, obwohl wir ein sehr, sehr großes Team haben, immer noch weitere Mitmacher, weil wir zum Teil kaum noch des Ansturms Herr werden und es eben so ist, dass man eigentlich gar nicht genügend Leute haben kann, die man mit der Idee, lass uns nicht alles wegschmeißen, sondern retten, was zu retten ist, anstecken kann. Ich komme dann gleich. Ich gehe jetzt noch Ersatzteile holen. Ich beeile mich. Bis gleich. Ja? Danke. Ja, erstmal hoffen wir natürlich, dass es weiter so wächst und immer weiter andere Menschen auch Lust haben und Ideen haben, sich hier auch neu einzubringen. Und zum anderen haben wir selber, also wir sprudeln über vor Ideen und vieles davon könnten wir besser realisieren, wenn wir einen festen eigenen Raum hätten. Das ist ein Traum, den wir seit 5 Jahren träumen und wer weiß, vielleicht wird er sich ja irgendwann noch mal realisieren lassen. Fliegt auch zu verblenden, wer sich zu euch tut, wenn
uns einmal berührt, der Wind als Wunder führt, wie ich wunderbar in meinen jungen Jahren, wie ich wunderbar in meinen jungen Jahren. Thank you.